Ernährungssache. Und Fitness ist ja auch eine so eine Lebenssache. Okay, also fit sein, gesund sein in Anführungszeichen, ist einfach grundsätzlich sehr nützlich. Deswegen, also wenn du abnehmen willst, ist es nicht der Sport, den du brauchst, sondern das Essen. Aber Sport kann ich jedem Menschen empfehlen, weil es ja auch was, weil es ja mit der Psyche zu tun hat. Also extrem viel hat es mit der Psyche zu tun. Psyche sollte man immer bedenken. Psyche ist alles. So, und da ist Motivation bei mir immer. Also es gibt ja mehrere Punkte. Also, Robert motiviert natürlich. Manchmal kann es auch der Beitrag bei einem Fitnessstudio sein. Du sagst, na, ich zahle ja schon, also sollte ich auch hingehen. Das kann ein Motivator sein. Menschen können ein Motivator sein. Wenn du zu zweit trainierst, dass man, manchmal hat man ja so schlechte Tage und dann kann man vielleicht von jemand anderem gepusht werden. Das ist ein guter Motivator. Schmerz. Lol. Schmerz kann ein guter Motivator sein. Was jetzt sehr negativ klingt, offensichtlich. Aber Schmerz kann tatsächlich ein guter Motivator sein. Weil wenn dir alles wehtut. Und wie bei mir zum Beispiel, du willst deine Rückenschmerzen loswerden. Dann machst du was dafür. Das ist so bei mir so. Also ich habe halt wirklich viel Rückenschmerzen gehabt. Trainieren denn die Kids noch manchmal mit dir? Aktuell machen sie wenig Training, muss man sagen. Aber wir gehen dafür mehr bouldern und so. Das ist so das Ding. Aber hier oben, da fehlt ihnen auch die mentale Verbindung. Können ja auch viel noch nicht machen. Ne? Gewichten trainieren ist ja auch was, das ja auch irgendwie in deinem Brain drin sein muss. Das muss einem ja irgendwie gefallen. Oder für die Kids auch super. Ja, manchmal ist es cool, manchmal ist es ein bisschen wack. Weil manchmal fehlt so ein bisschen die richtigen Bahnen, will ich mal sagen. Weil du. Ja, du musst halt schon hoffen. Wie soll ich das ausdrücken? Also, du musst halt hoffen, dass die Kinder auch gute Bahnen finden, an denen sie Spaß haben. Und Kinderbahnen gibt es relativ wenig, habe ich den Eindruck. So, wo Kinder ganz, ganz offensichtlich viel Spaß dran haben oder die auch für Kinder ausgelegt sind. Mein Großer macht dann quasi auch so die blauen und gelben von dem Erwachsenenbereich. Und die gucken auch gar nicht böse. Also wir haben halt eine Bodehalle, die hat so einen getrennten, noch eine getrennte Halle. Und da steht auch auf dem Boden, aber es ist mittlerweile so verwaschen, dass man es gar nicht sieht. Dass das hier, das ist nur der Bereich für 12-Jährige. Und das ist halt schon Quatsch. So. Also die haben dann oft einen Kinderbereich, aber auch der ist halt limitiert. So, ich finde, das geht dann quasi besser. Der Deutschfaktor hier ist übrigens einfach ridiculous. Mit meiner Frau zusammen. Wir gehen gemeinsam joggen und sowas. Ja, sobald es zu zweit ist, ist halt wirklich gut. Also, weiß, jeder hat so seine guten und schlechten Tage. Ich hatte auch oft Tage, wo ich dann in Berlin war und dann nicht zu Robert fahren wollte. Und ich habe es dann gemacht und dann war ich richtig glücklich, dass ich es gemacht habe. Und das war ganz nice. Mich tatsächlich sehr, sehr erfüllt. So.
Na, schade. Beide Assassins gehen auf die Tanks. Boop. Das ist so ärgerlich, ne? Dass sie nicht nach da geht. So bad. Könnte ein Win sein. Ash macht halt in der Overtime keinen Schaden. Das ist meine aktuelle Lieblingscomp. Oh, Assassin ist schon ganz angenehm so. Oh, die haben. Ich glaube, ich nehme das Sunfire. Anderen Items brauche ich alle nicht mehr. Also das ist... ich glaube, Sunfire ist jetzt gut für mich. Wie stehst du zu Menschen, die Astral bauen? Das sind schon Menschen, da ist Hoffnung schon gar keine Thematik mehr. Weil... Wie kann etwas eine Thematik sein, wenn es das einfach nicht mehr gibt? Hoffnung bedeutet ja auch, dass man etwas hat, wofür es sich zu leben ja auch lohnt. Astral ist traurig. Schwierig. Wieso geht da keiner hin da? Hm? Why Assassin so drunk? Die Idee war zu Windstreaken. Können die beiden jetzt verkaufen für noch mehr Gold? Ich werde die ihnen irgendwann wieder spielen. Aber wir machen es mal trotzdem. Machen wir die Safe-Variante, falls ich jetzt nicht Windstreake. Ist die Ezreal-Comp noch schlimmer? Nee, die Ezreal-Comp hat eine hohe Konkurrenz. Und bei der Ezreal-Comp musst du halt immer noch rollen und hoffen, dass du triffst. Die Designer haben aber die Entscheidung getroffen, dass einige Comps nicht treffen müssen. Zum Beispiel Astral. Astral ist ja... Ich treffe immer. Ich weiß nicht, gegen wen ich kämpfe. Gegen ihn kämpfe, wird es schwer. Ich habe zwar einen guten Tank, aber... Ah, scheiße. Ich hoffe, er läuft jetzt hier dahin. Naja, er ist dann. He tried. Oh. Oh, die hat ihn noch gekillt. Das weiß ich nicht wie, aber... She did it. Nice. Okay, Full Win Streak. Können die beiden sogar noch verkaufen. Und das machen wir auch. Ich brauche die zwar später. Aber... Und now nehme ich sie mit. Ja, Olaf ist auch sehr wichtig. Jetzt brauchen wir Item Bag oder so. Olaf muss jetzt gegen die beiden sterben, das wäre der Traum. Aber das sollte eigentlich funktionieren. So, wunderbar. Spadula? Oh. Spadula wäre Insta-Win gewesen. Spadula wäre jetzt Instant-Win. Aber wir warten noch auf den Item-Bag. So. Ah,
Talon ist schon sehr interesting. Nivea nervt hier natürlich des Todes noch. Das ist schade, dann kriegt man den Windstreak nicht durch. Nivea macht ja gegen die hier keinen Damage. Auch ganz nice. Auch beide gute Schilde tatsächlich. Aber in der Overtime werden Schilde reduced. Ah, ist schon sehr ärgerlich. Think fast. No Recruit ist aber auch gut, muss ich sagen. So. Scheiße, da war sie. Oh my God. Okay. Okay, das war die schlechteste Think Fast Runde ever. Holy shit. Habt ihr gesehen, wie wenig da Jennas kam? Boah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich habe so viel verkackt. Es kam mehr Talents auf mit 5% als Diana. Uff. Das war wirklich gar nicht gut. So. Okay, also das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Oh, gar nicht gut. Das ist höchstens Top 4. Hand of Justice. Nee, Hand of Justice dürfen wir noch nicht slammen. Leider nicht. Wir müssen, also es kommt alles auf den Olaf an. Wir können jetzt uns jetzt nicht komplett auf Diana verlassen, auch wenn sie eine Maschine ist. Es ist der Olaf, der uns das Spiel gewinnt. Wenn der Olaf kein Assassin wird, bin ich raus. Der Olaf muss Assassin sein. Sonst ist die Comp, also die verliert 80% ihrer Stärke. Es ist übel schlimm, aber es ist wirklich 98% Olaf Assassin. Wenn ich nochmal Crit finde, ja, dann slam ich das sofort. Aber der, oh mein Gott. Wenn ich den kriege, ist GG, aber du siehst ja, die Beliebtheit ist zu groß. Oh, er spielt auch. Ne, er hat eine Spatula gefunden. Das ist weird. Wenn ich nochmal Crit finde, mache ich's. Sonst nehmen wir das hier erstmal. So, machen wir das klassische Titans-Bild auf ihr. Ah, das wird nicht gut. Wir haben einen Konkurrenten, der hat natürlich Gott sei Dank wenig Leben. Aber wir haben so schlecht Think Fast gespielt. Er hat eine Free Unit gemacht. Er weiß nicht, wie das Spiel geht. Gott sei Dank. So, dann haben wir noch eine Chance. Frozen Heart of Diana ist auch sehr gut. Aber wir sind, die haben 4 Gold. Also, 4 Gold. Müssen sie übrigens einsperren. Oh, der hat aber noch nichts getroffen. Ne? Das ist auch unlucky. Elise ist gut. Elise ist very gut.
das ist 1 gegen 1, schafft sie, glaube ich, nicht. Wenn sie R drückt, ist GG. Ja, Talon ist am Anfang auch sehr nützlich. Diese 10 AD für alle ist schon sehr gut. Oh, Jesus Christ, gib mir bitte einfach einen Spatula. Boah, ein Spatula wäre jetzt alles. Es dreht sich einfach nur um Olaf, Leute. Dreht sich nur um Olaf. Spätestens beim Drachen bekommst du einen Spatula. Nee. Drachenorb ist Spatula tatsächlich super rare. Also das ist nicht, also null verlässlich. Oh, das ist ein guter Diana Engel. Ein sehr guter Diana Engel. Und Talon hat tatsächlich eine sinnvolle Unit geholt. What the fuck, hab ich auch noch nie gesehen. Wie gesagt, ihnen muss man am Anfang super viel Schaden machen. Diese Ezreal-Spieler müssen übel suffern. 0,9% Chance aufs Spatula. Mhm. Bist doch so ein Glückspilz. Also wenn jetzt hier Spatula rauskommt, dann ist Top 4 drin. Wenn nicht, wird es Hardcore. Weil wir haben ja kein Karussell für uns. So, die Karussell-Wahrscheinlichkeit. Also vor uns der Olaf in dem Spatula wäre es halt gewesen. Aber er spielt halt Top 4, ne? Falls er überhaupt irgendwas spielt. Bisher spielt er alles, was rot ist. Ja, wenn die Wölfe in Spandler droppen, ist natürlich GG so, aber. Boah, das BF ist schon extrem nice. So. Ich glaube, das ist jetzt mehr wert. Okay, also Diana fast fertig. Aber Hand of Justice dürfen wir nicht slammen. Jetzt verbeten. Dürfen wir nicht. Also solange wir noch eine Chance auf einen Spatula haben, machen wir es nicht. Nach dem Treasure Drake machen wir es. Wenn wir keinen Titans machen, machen wir Hand of Justice. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber im Prinzip machen beide Sachen. Das ist ein Yasuo. Ein Yasuo, der nicht sterben kann, ne? Das wird schwer. Das Sunfire hilft hier übelste Sorte. Okay, das war ein wichtiger Windstreak. Ganz wichtiger Windstreak. Frozen Heart ist auch richtig gut auf der Jena, ja. Aber wir brauchen eigentlich Damage. Wenn wir einen Pike haben, ist Frozen Heart halt übel easy. Oh, das ist der Win. Thank you. Das ist der Win. Jetzt können wir auf ihn Hand of Justice Slam. Ganz schön viele Tränen, muss ich sagen. Jetzt können wir sogar hochgehen. Auf 8. Aber eigentlich müssen wir es nicht. 8 kommt nur Shen rein, ne? So, also. Ich hätte gerne einen Rage Blade. Das ist auch ein Punkt. Aber wir könnten jetzt auf ultimativen Hyper Power Spike gehen. Wir machen also das hier. Wir machen das. Dann sind wir jetzt so stark, wie es nur geht. Und das da ist ja so. Für Warrior. So, das ist halt Nightmare Fuel für die Gegner einfach. Stell dir vor, du spielst einfach Kanonier. Er hat keinen getötet. Keinen. Keinen. Ja, wir gehen auf 8. Wir gehen auf 8 und erhöhen dadurch wie viele? Wirklich kein. Kein, da ist das Wort zwar schon ein drin, aber hat kein.
Das ist überragend für uns. Ja, wir stehen eigentlich nicht schlecht. Olaf kümmert sich um die dort links. Und die muss in ihren Stall. Wie jetzt genau? Also, technisch gesehen hoffe ich, dass wir gegen den spielen, damit ich hier hinjumpe. Die Elise macht mir ein bisschen Angst. Okay. So, aber die Diana müsste die eigentlich verprügeln. Mal mit dem Talon zusammen. And she gone. Die wurde einfach tot geblitzt. Der Tempest-Blitz macht ja prozentualen Schaden, ne? Die wird durch Tempest gestorben. Hier kann er aber sagen, dass er einen getötet hat. Eigentlich sogar drei. Das ist krass. Tempest geht auf Max Health. Ja, das tat richtig weh, ne? Die hat halt gerade 300 Schaden bekommen. Diana Connoisseur. Ja, man muss mal dazu sagen, also wenn du einen Olaf hast und du hast noch ein Crit-Item, Solo, und dann kommt einfach, also Think Fast habe ich komplett verkackt. Komplett. Also Olaf und Diana gerade noch so auf 2 bekommen. Ich habe mehr Dianas gefunden, mehr Talents gefunden als Dianas. Und dann kommt der Earthbag, Leute. Wir nehmen jetzt das da, weil den setzen wir dann dadurch zusammen. Und jetzt brauchen wir Yasuo für die höchste Stufe. Yasuo mit Blue Buff und das GG. Und dann brauchen wir nur noch Rageblade auf Olaf. Also ich finde immer noch Dings besser, BT. Weil die Utility ein bisschen höher ist, aber muss dazu sagen, wenn es um Damage geht, ist das hier schon ein sehr gutes Damage-Item. Ups. Bin ich verklickt. So, jetzt ist der rüber. Das ist der zweite Spieler. Aber gegen Olaf. Ja, gegen Olaf hat er nicht so viel Chancen, ne, eigentlich. Ich nehme alles zurück. Dieser. Also der Tempest Strike killt ja diese Transformer ja übelste Sorte. Wir zählen nochmal durch. Er hat eine Unit getötet, Leute. Eine. Der hat das Pferd gekillt. Nur das Pferd hat er getötet. Ach, die System-Sounds doch im Streamer. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, das ist auch so eine Sache, das ist auch schwer. Ich brauche die ja auch. Ist ja auch ein wichtiger Sound. Ne? Ich kann ja nicht den Feueralarm ausmachen, nur weil der im Stream stört. Maschmi, was ist da los? Das geht doch nicht. Ich habe übrigens gestern auch wieder einer meiner Vornehmungen gemacht. Ich habe mit den Bieber Bros gecallt. Die haben sich übrigens erwähnt, Mashri. Du hast die Jungen anscheinend besucht in Thailand. Ein ganz frecher sollst du sein. Ich soll sagen, du und deine Frau sind ganz frech. Jetzt weißt du auch, wie die Bieber Bros zu dir stehen. Eine Frechheit. Eine lebende Frechheit. So. Aber ich habe mir jetzt das Gear von denen zusammenstellen lassen. Und bin ich sehr gespannt. Was ist das hier eigentlich? Was ist eigentlich sein Problem? Wie kriege ich denn den tot? Haben uns zweimal getroffen mit gewöhnlichen Schnack. Und schöner Schnack. In Real-Life-Rucksack. Ja, aber das ist. Ich dachte zuerst, das sind so Komplettpakete. Wir brauchen auf jeden Fall eine Rageblade. Ohne. Oh, das sind aber Talent-Items, du. Und dann später Yasuo. Ich kann auch ihm Infinity Edge geben.
Das sind aber Talon-Items, Mann. Was hat denn der für Mana kosten? Oh mein Gott. So. Machen wir Blue Buff auf den? Ja, wir gehen auf 9. Wir sind so rich. Ne, warte mal. Problem auf 9 ist, wir müssen die auf 3 treffen, ne? Halt, stopp! Wir nehmen dann Talon raus. Also wir geben dann alle Items der Suche einfach eiskalt. Nein, Vienna, no. Nehmen, was Talon macht. Guck mal, der hat instant Ult gemacht. Und springt instant zum Tank. Na gut. Dann haben wir noch Olaf. Talon ja still drunk. Oh, nächster Tank. Ja, Talon schmeckt. Weiß ich nicht. Infinity Edge Olaf ist auch sehr gut, ja. Der macht dann E. Und dann... Alles sehr gut. Aber ich glaube, wir haben für Olaf im Karussell mehr Auswahl. Das war schon ein guter Hit. Muss man sagen. Good Hit. Aber wir müssen... Müssen die schon treffen. Also es ist, da gibt es wenig Diskussion tatsächlich. Machen dann Pike rein. Pike und dann ist sogar auf 9 6er Assassins eine Möglichkeit. Aber wir werden jetzt theoretisch schwächer. Wenn man das nicht glauben mag. Alter, das sind aber auch die Corneristen, ey. Meine Fresse. Da ist Talon schon wieder gut, aber der kommt halt von hier nicht weg, ne? Weil der macht jetzt so und macht instant Ult. Das ist eigentlich lustig, muss ich sagen. Hui. Oh, er springt zum Richtigen. Talon ist nicht in die Bramble West gesprungen. What the dog doing? Talon ist nicht in die Bramble West gesprungen? Habe ich noch nie gesehen. Talon ist halt Nordog verbuggt, der wird immer im nächsten Patch gewesen. Ich wusste, dass er verbuggt ist. Ich wusste es. Leute. Hier hört es zuerst. I knew it. I knew it. Die sollten einfach die Pike-Ult kopieren. Was ist denn das für eine QSS? Was macht die denn? What? What? Alter, was ist denn das? Und 100% Dodge. Das ist gesehen. Der Olaf gewinnt gegen Nidalina. Oh, der Blitzer hat die zum ersten Mal nicht getötet. Das ist unlucky. Weil jetzt sind drei Bugs hintereinander. Ult-Bug bei Dings hier, bei Diana. Ornn hat er nicht gefinished. Die sind einfach alle tot. Drei hintereinander ist viel. Beaver Bros, ich weiß gar nicht, wie denn die Zeitzone ist, wenn die in die streamen. Ich weiß nicht, wie da die Verteilung ist. Dragon Man ist das weird. Aber das Rageblade ist für Olaf da, ne? Ansonsten Morellos oder Ionic? Oh, Ionic. Pike damit ist auch richtig geil. Aber wir haben noch keinen Pike.
Talon 3. Talon 3 könnte eine Win-Condition sein. Der Blue Buff bringt mich natürlich in Teufels Küche. Aber er geht wieder auf den Tank, ne? Talon ist einfach consistent dumm. Das war close. Na schade, ich habe jetzt gehofft, Olaf zu treffen. So. Ja, beides Corneristen. Also Cornern habe ich noch keine gute Strategie tatsächlich. Talon macht doch mit der Ult Damage, ne? 100. Also 0. Aber der könnte die penetrieren, ne? Macht der AOE Armor Pen dadurch? Wait. Wait a minute. Weil es ja ein Crit. So, der hat übel viel Dodge, ne? Ja, der hat fast 100% Dodge. Seht ihr das? Dodge. Schon nervig. So, der Yasuo macht Gott sei Dank das Richtige. Kann er bitte sterben? Gott, das ist wirklich schlimm. So, Titans. Ich glaube, wir geben Olaf jetzt eiskalt Titans. Es ist kein, nicht das beste Olaf Item tatsächlich, aber es ist auch nicht terrible. Also ihm nochmal Stats zu geben, ist glaube ich not bad. Wir spielen ja hier nur auf Top 4 tatsächlich. Oh my god. Ja, was sagt ihr, Leute? Talon raus? Ja, wir geben jetzt dem die Items, ne? Boah, das ist jetzt schwer. Können wir auf 9 gehen. Talon 3, es ist schon nah dran, ne? Wir gehen auf 9 und machen ihn auf jeden Fall rein. Boah, diese ganzen Jade-Figuren, ne? Guck mal, der... Oh doch, der macht bei allen die Rüstung kaputt. Der Olaf. Die Mäde. Da fehlt der Pike. Erster Pike 2. Ja, gut. Hier haben wir schon mal. So, der hier ist auch schwer einzuschätzen. Er hat noch nicht den 6. Shapeshifter. Ihm fehlt halt ganz dringend die Shawana. Ich will den Pike haben. Das Problem ist halt, gegen ihn ist der Tempest Blitz wirklich gut. Also die einzige Überlegung wäre halt vielleicht so zu machen, den Shen rein. Aber der Tempest Blitz macht halt hier 700 Schaden oder so. Also an einer Unit. So, der Olaf ist mit Titans natürlich okay. He mad. Olaf mad. Oh, komm, du schaffst den Knock-up. Nice, Mann. Der Knock-up hat entschieden, by the way. Der Knock-up hat entschieden.
Was ich suche, ist Thrash. Das ist natürlich die große Frage, Leute. Sechs Assassins. Jena ist noch ein bisschen drunk, ne? Bei Jena Drunkness. Diese Chain West. Oh, das ist ein krasses Item, by the way. Das ist ein gutes Pike-Item. Also wir könnten, wenn Pike 2 ist, verkaufe ich den Talon sofort. Pike 2 verkaufe ich sofort. Talon und gebe das Infinity Edge. Infinity Edge, das Ding ist GG. Lugav brauchen wir nicht eigentlich, ne? Dann geben wir es dann erstmal trotzdem. Er soll einfach mit einer Ult starten. Seht ihr Pike? Hört, könnt ihr Pike hören? Das war unangenehm. Kauf doch die Diana und setz die andere rein. Ganz Pike sie reiten. Leute, eure Tipps sind... Muah! Aber weniger Alkohol würde euch gut tun. Talon ist tatsächlich worth mit dem Ding, ne? Weil er penetriert von jedem die Armor. Kauft das ganze Board. Das ganze Board verkaufen ist tatsächlich besser als der Tipp, der gerade gegeben worden ist. Ja. Die Pike-Ult, er shreddet ja auch instant wegen Whisper die Armor weg, ne? Boom. 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 Ja, ist eine schlechte Idee gewesen, Pike, ne? Look what Pike's doing. Oh, Thrash Hook. Pike Bluebuff sieht ja absolut bescheuert aus. So. Wir sind fertig, Mama. Also jetzt könnte man 6 Assassins überlegen, tatsächlich. Pike 0 Physical Damage. Ja, er kann auch kein Physical Damage machen. Macht ja nur Magic Damage. Aber ja, du meinst, er hat keinen Auto-Attack gemacht, ne? Pike hat nicht mal einen Auto-Attack gemacht. Aber die Mana-Kosten sind ja auch... Ich meine, er hat halt 60 Mana. Ich meine, jetzt könnte man wirklich überlegen, 6 Assassin zu spielen. Tja, so. Sunfire in die Backline. Sechs Assassins statt Ohren. Wir machen das mal als Verzweiflung. Okay, wir spielen safe. Das machen wir als Verzweiflungstat. Wobei kann ich instant ult. Boing. 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 Das Gute ist, den Stun haben wir alle. Oh, die Federn. Die Federn waren absolut verheerend. Boah, der Thrash Hook. Aber das hier klappt irgendwie nicht richtig, ne? Jetzt halt die Frage, RNG ist es oder nicht? Und für ihn nicht. Xayah ist einfach random shit. It's random shit.
Also das hätte er tatsächlich verdient zu gewinnen. Aber Xayah macht halt einfach random shit. Es ist so dumm. Ne, mach mal eine Runde 6 Assassins, okay? Hat er gedraint? Nee, ne? Boah, Pike. Der Pike, Mann. Und damit, Leute, sind wir offiziell in einer Elo, die nur einem wahren Assassin-Gott zusteht. The true God of the Assassination.